Liebes Publikum, ihr und speziell der Jury, die nachher dann ausgehoben wird, ist ganz wichtig für die Veranstaltung des Abends. Es geht darum, die Texte mit Punkten zu bewerten. Sprich, ein Text, der euch nicht gefallen hat, der besser nicht geschrieben werden soll, kriegt nur einen Punkt. Ein Text, der geiler nicht geschrieben werden kann, der bei euch einen kollektiven Orgasmus auslöst, der euch auf der Stelle vermehren lässt, da noch vor der Bühne wohl zustand, das ist ein 10-Punkte-Text, wo sich so richtig auszuckt, wo ein kleines Genussapfel in die Hosen geht. Den Text, den ihr tätowieren lasst, nie wieder runterlesen, weil er so geil war. Und vielleicht nehmt ihr dann den Poeten auch gleich noch mit haben. Wollt ihr wieder am Schlafen, dass er nur mehr so Texte schreiben kann? Dass Texte in euch geboren werden und die einfach so auszuschlüpfen, weil die geilsten Texte ganz gut sind. Das ist ein 10-Punkte-Text. An der Kasse warte ich, bis die Herren vor mir ihre 9,50 Euro genau auf den Tresen zählen, werde dann überaus freundlich begrüßt. Was wollen Sie denn hier? In die Sauna gerne, antworte ich. Aber heute ist Herrensauna. Ich schaue ihn etwas verstört an. Na gut, 13 Euro. Haben Sie auch Studentenermäßigung? Frage ich. Nein, Studenten wollen wir hier nicht. Wir haben Seniorenermäßigung. Eine Frau Mitte 50 hatte das Rudelhumpel der Besoskis am ZOB sprichwörtlich links liegen gelassen und mich als aus der Irrenis zu rettende Seele auserkoren. Hallo, sprach die Frau mich an. Ich spreche hier gerade was um die Leute an. Um dir meine Männlichkeit zu beweisen, müsste mein Bartwuchs doch reichen. Wie lange muss es noch so bleiben, bis dass wir als Menschen endlich begreifen, es gibt kaum eine dämlichere Bezeichnung als ein echter Mann. Die Jury ist schon wieder bereit, jawohl. Dann geht's an die Wertung für das eben Gehörte von Christopher bei 3, 2, 1. Gleichzeitig hoch, bitte. Sehr homogene Wertung. Ich fange an ganz unten mit einer 8, die wir streichen. Bleibt bei einer 8, aber weitere 8, nur ein 8er, spring ein bisschen auf auf 8,5, bleibt bei 8,5 und zum Abschluss an 9,5, die wir wieder streichen. Und einen riesen Applaus für den Quiz. Auf dem Weg zum Klo in der Nacht über meinen Guitar Hero Gitarrencontroller gestolpert und dabei mit dem Schädel meinen Star Wars Schrein gerammt. Glimpflich verlaufen, nur der Millennium Falke ist abgeschmust, ein paar Federn lassen. Und Luke Skywalker ist abgestürzt, aber die Macht war mit ihm, nichts passiert. Vielleicht sollte ich doch mal aufräumen. Falscher Pin-Mann, vor einem Jahr hätte der noch gestimmt. Falscher Mann, komm, vor 14 Jahren hätte der noch gestimmt. Und außerdem war ich damals noch Single. Wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. Ich habe mich gerade versehentlich bei MySpace eingeloggt. Ich habe schon den dritten Pass. Ich habe 1000 Paar Sneakers durchgetanzt. Ich habe alles vergessen, was man auf der Schule gelernt hat, außer vielleicht, wie es sich anfühlt, wenn man in der Pause über dich lacht. Und wenn ein Veganer eine Kartoffel aus seinem Garten isst, in dem er seine Oma vergraben hat, die er umgebracht hat, weil er allergisch gegen Zimt ist und seine Oma immer Zimtkekse gebacken hat und er schwul ist und sich nicht traute, das seiner Oma zu sagen und aus seiner Oma ist jetzt die Kartoffel geworden. Also die Jury können den Tafel noch einmal, wenn wir fertig sind mit den Vierer-Drohung, vollzählig. Jetzt entscheidet sich alle. Das machen wir mit Applaus, Petra. 5 Sekunden, mega Applaus, wenn ihr wollt, dass der Hans genommen wird, bitte jetzt! Wow, das war gut. Wenn ihr wollt, dass der Mädchen mit uns genommen wird, 5 Sekunden, mega Applaus, bitte jetzt!